Junge, 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 Junge. Ja, vom Allerfeinsten oder nicht? Na, guck dir das mal gestern ab und dann schweißen wir es an, sind die ganzen Kabelkanäle an. Das hast du wirklich gemacht, ne? Aber jetzt möchte ich, dass du den Zuschauern das jetzt präsentierst. Was soll ich denn präsentieren? Habe ich gerade bezahlt für das Geschenk? Nein. Das jetzt sage ich, ja, dann habe ich wirklich bezahlt. Liebe Zuschauer, es war so. Er hat mir wenig Geld gegeben, ja, er hat bezahlt. Und dann nehme ich das so an. Alles hat das gesehen, dass ich das Geld auch angenommen habe. Ich stecke das ein. Er dreht sich um, kommt wieder zu mir von hinten rum und sagt, gib mir Geld wieder her. Guck mal, was bellen die Hunde hier so rum? Die Frechheit. Hast du den Kommentar gestern gelesen? Wenn sich Multimillionäre unterhalten. Und er hat auch noch recht. So, jetzt erstmal Frühstück im Pfarrhaus. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Der Björn hat ja Geburtstag, der könnte auch mal einen Donner schreiben. Herzlichen Glückwunsch und so weiter. Oder hatte Geburtstag Samstag. Er hat heute hier eingeladen. Ich bin mal gespannt, ob er bezahlt. Ich habe für dein Geschenk mitbezahlt. Ich filme dich so lange ich will. Jetzt sagt er, dass ich das bezahlt habe. Nochmal. Weißt du, einmal, ne? Wahrscheinlich hast du dir vorher noch, ich habe eine Ron, der war kurz verschwunden, ne? Ja, du hast wahrscheinlich noch Geld geliehen. Okay, soll ich die Wahrheit sagen? Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Habe ich mir bei Wilfried geliehen? Nee, habe ich nicht geliehen. Ja, auch noch mal. Habe ich mir wirklich bei Wilfried geliehen. Jetzt wirklich kein Witz. Hup, hup. Ich will das nie wiedersehen. Es gibt so Portemonnaies für Kinder, die man sich umhängen kann. Und das wäre nochmal, wann hast du Geburtstag? Ja, gar nicht mehr. Stimmt, wir waren ja letztes Jahr auf der großen Party. Ach ja, ich hatte allein. Ach, oh, jetzt hört doch damit. Jetzt hört doch mal auf, mich hier zu verarschen. Also, ich fahre mit dem Weg auf. Ach, was ist das denn? Akku ist zufällig leer. Ach, das ist ja. Da. Hast du mal einen Kuli? Das ist mein. Der hat bestimmt mich, ey. Aber dann. Nee. Ey, Ronny, was ist eigentlich mit Peter los gewesen gestern? Du, Peter, der war ein bisschen außer sich. So ganz wenig so. Video. Peter das Video gesehen gestern. Soll ich die Voice-Nachrichten im einblenden? Ja, natürlich soll ich das sehen. Das ist voll geil. So Jungs, so will ich mal was sagen. Gucke ich gerade nichts an, das Video. Gut gelaunt und alles. Da muss ich doch hören, wie ich mich. Also Jungs, mal Ron. Ich will dir mal ganz ehrlich sagen, du und Wilke, wenn ihr jetzt nicht aufhört mit so einer Scheiße hier, dann komme ich doch zu euch nach Basel, dann schnapp ich euch, ich hau euch eure Köpfe zusammen, reiß euch in zwei Stücke und schmeiß euch in die Ecke. Dann ist aber das allerletzte Jahr Abendleuchter, oder? Meine Güte. Wenn ich nicht dabei bin, dann könnt ihr solche Videos drehen, dann könnt ihr über mich hetzen und... Oh, Junge. Das passiert kein zweites Mal. Dafür will ich sorgen. Wartet mal, ich komme nach Basel. Ich kriege euch. Wenn ich euch in die Finger kriege, dann nehmt man die Beine in die Hand. Verlass dich drauf. Also, das ist ja wohl der allerletzte. Nochmal, du hättest dein Geschenk mitbringen müssen. Und das da reinkleben? Nee, damit Wilfried unterschreibt. Komm da hin, erinnern im Büro. Könnt ihr eben aufhören? Auf WIL können wir stehen lassen. Nur jetzt hört doch mal auf, der gute Wille zählt. Ja, hast du unterschrieben. Sei doch froh, dass ich überhaupt hier bin. Ja. Hast du unterschrieben? Ja, selber? Klar, als erstes, ganz groß. Jetzt versteigern wir. Obwohl. Mit dem Stempel. Der Witz ist, du hast wirklich einen Stempel mit meiner Unterschrift. Krieg ich immer so Kumpel. Ich habe unterschrieben. Sieht immer gleich aus. Ja, egal, war ja schon. Hier ist der Kaufvertrag jetzt hier. Danke jetzt hier. Da komme ich immer nicht rein. Nehme mich dann überall ab. Aber mit dem bloß nicht. Könnt ihr jetzt mal aufhören, auf mir rumzuhacken? Sonst ist Nico. Nee, das geht heute nicht. Lass doch mal. Nico ist heute irgendwie das unantastbar. Den kriegst du heute nicht. Ich habe mich extra neben ihm gesetzt und gesagt, ich passe auf dich auf. Carsten, heute schon was erlebt bei der Arbeit? Ja. Was haben wir denn heute schon erlebt? Eine richtig effiziente Arbeitsbelohnung. Ja, genau. Auch schon. Also Carsten hat um 7:30 den Schnaps auf. Weil er um 7 auf der Baustelle war. Und um 7:30 hat er sie gefunden, irgendwo in der Ecke. Und er war vorbei. Hast du schon rumgebölkt heute? Nee, noch nicht. Das filmen wir dann, ne? Keiner. Ist egal, Winko ist da. Außerdem ist das auch nicht wichtig. Winko ist da. Der reingeht, hat selber schuld. Bei Grünspargel stinkt die Pipi nicht so schlimm wie bei Weißen. Hey, wir wieder werbeunfreundlich. Wieso? Sie hat ja Pipi und nicht Pisse gesagt. Jetzt. Genau jetzt. Schönen Wurstsalat bestellt. Ja, ganz genau. Man hat keinen Teller, nicht nochmal. Mit ein bisschen Marinade.
Die Spezialsoße. Genau, Wurstsalat mit ein bisschen Buttermarinade. Die Butter kannst du auch. Ich kann dir gerne erzählen, wie ich durchgedreht bin, dass das Internet hier im Pfarrhaus nicht ging, ne? Und komischerweise, zack, da lief es doch, oder nicht? Hat Ron wieder selber in der Hand genommen und zack, jetzt hast du eine volle Pulle weg. Soll ich ihm die Sprachnachricht schicken? Ihm? Von dir gestern? Live vom Tatort hier? Jörn, morgen mehr. Kein mehr. Ich bin fertig. Björn, ich spüre meine Beine nicht mehr. Aber Björn, aber Ron, du hast ja gar keine Beine mehr. Ich muss hier ein Klo aufstehen. Wer hat die Milch verstellt? St. Paul. Ja, du bist aber wirklich so ein Internet-Gossip-Typ. Du kennst alle YouTuber, du weißt immer Bescheid über jeden Beef. Ist so, ne? Alles. Aber sagst du dann in dem Video zu uns oder in den Videos, du guckst das nicht? Nee, hab ich auch nicht. Gestern nur bis zu meinem Geschenk, danach habe ich aufgehört, damit die Überraschung nicht ganz weg ist. Nein, bevor Kevin wieder fünfmal nachmachen muss. Hier, Sandra, hier machen wir mal Knusper drauf. Ich bin jetzt erst. Ja, ich geh mit dem Mund da drunter. Worüber beschwerst du dich jetzt? Ich habe zu wenig Speck gekriegt, guck mal. Wie? Teller wiegt so viel wie Nico selbst. Die alte Ameise kann sich selbst hochheben. Danke fürs Frühstück, Björn. Sie haben 29 Euro an Laptop bezahlt. Was hab ich Sag bezahlt? Bitte, Wilke, danke, dass du bezahlt hast. Bitte, Wilke, danke, dass Ronny das Geld Hier, dein Geld. Und ein großes Dank gilt an Wilfried. Das ist dafür, dass du hier warst. Dann soll ich doch eine Rechnung schreiben, geht doch nicht schwarz. Nein, ja, stimmt, genau, die machen wir nächstes Mal. Nein. Ich fahre jetzt nach Hause, ich muss Videos schneiden. Ja klar, was sonst? Ich komme heute nicht ins Büro, Wilko ist da. Der mag dich auch nicht besonders. Wie handhaben wir das jetzt mit Peter? Du, Peter hat heute Morgen schon gesagt, er kommt die Tage und dann zerbricht er uns. Kannst du dann sagen, wann er nicht da ist, dann komme ich? Also heute. Das ist ja Wilko da. Du, was laufen für dich? Ganz jetzt schlimmer. Peter oder Wilko? Genau. Ja. Das was ist denn jetzt eigentlich mit Wolfgang? Habe ich auch lange nicht mehr im Büro gesehen. Wann kommt Wolfgang wieder? Morgen wieder, Mittwoch. Mittwoch immer um 11:30. Ja. Den habe ich ewig nicht gesehen. Jeden Mittwoch um 11:30. Er muss ja morgen wohl kommen, wa? Ja, komm mal her morgen. Nee, morgen. Oh Gott, morgen kann der ruhig kommen, ich habe gar keine Zeit. Wieso? Morgen kommen wir Hermann, Ansgar, etc. Bla bla. Oh Gott, geht ja nicht. Ich bin schon da um 11. Nein, ich hab gesagt, ich schätze mit. Ich sage, Ansgar ist mein Banker, ist auch scheiße. Wir müssen die YouTube-Einnahmen verteilen. Wir haben uns das gerade alle gut gestellt und richtig gestellt mit deinem Aussagevideo. Jetzt haust du wieder von oben drauf, du Idiot. Achso, kennt man noch, so oder nicht. Ja, ja. Voll lustig. Willst du die Leute Übrigens, noch? Das habt ihr bezahlt hier. Danke. Du sollst aufhören mit dem Scheiß. Achso. Warum? Lass Willst du die Zuschauer noch ins Café locken? Nein, das wäre wirklich schön, wenn die uns hier mal besuchen kommen, oder? Hier im Pfarrhaus? Ja, aber es eilt nicht. Ne? Also von dem her. Nein, seid ihr Wahnsinn, sie kommen hier in Strömen her. Ich möchte, dass jeden Tag die Tische ausgebucht sind. Das sind sie ja schon, ne? Also macht vorher ein Wir Tim, wollen jetzt so hin, da hinten ist gerade leer. Liegt aber auch ein bisschen an Corona. 2G-Plus-Regel zurzeit, ne? Ist ja daran gelegen, wo wir hier reinkamen, sind gegangen. Weil wir so unmöglich sind und so unmöglich verhalten hier. Na ja, Mutter, mit Scheiße mit 2G und da muss ich auch noch testen lassen, gleich so eine Scheiße, alles nicht. Ja, ich meine, das müssen wir ja auch eben ganz gewaltig. Ich muss auch tanken. Ja. Ah, <Wilfried. lacht> Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Auch so. Was machst du denn heute noch? Ich muss gleich das Kind von der Schule holen und dann Hausaufgaben machen. Also mich. Ich gehe noch wieder in die Kümmerst Schule. Du dich nicht mehr um dein Kind? Was soll das denn heißen? Ja, warte mal, du hast doch wieder die ganze Zeit über mich, gegen mich geschossen heute. Jetzt schieße ich mal ein bisschen gegen dich. Ich kann mich ja auch nicht mehr ums Kind kümmern, weil ich hier bis abends um 9 Uhr im Fachhaus sitze und Kabelkanäle hier anbohre. Wo warst du denn da? Ja, dann zu tun. Auf dem Sofa. Bushido-Story. Tschüss, bitte was, ne? Komm gut hin. Hallo, moin, tschüss. Ne? Warte, ihr wollt Schuhe kaufen? Ja, das ist auch eine geile Story, wo wir Schuhe kaufen. Warte. Sandra nicht mal Schuhe kaufen, erzähl das bloß nicht. Aber ich habe dir schöne Schuhe ausgesucht. Ja, und wie ging das mit mir, Schuhe kaufen? Einfach? Ganz gut, das ging ruckzuck. Ich nehme das. Und ich sage, willst du die nicht anprobieren? Nee, das passt so.
Und wenn nicht, dann ist es auch egal. So. Welche Schuhgröße hast du? Cooking Shop. 46. Ja, das sind noch ein paar, die könnten dir passen. Komm, wir, die Zuschauer wollen ein paar Jungschuhe schicken und Bugatti-Schuhe. So was trage ich nicht. Nee, deine Marke, das kann auch keiner, das ist ja auch, das kostet ja auch ein Vermögen. Designer extra angefertigt und so weiter. Die sind aber schon gerissen. Ja, die müssen kaputt sein. Die hat er jetzt extra angezogen. Wer gleich in sein Auto steigt, dann zieht er sich wieder um. Sein Anzug an. Ich glaube, ich setze mich mal kurz zu euch. Ja. Ein bisschen Seriosität ins Video bringen. Nein. Wozu mit irgendwas anfangen? Nimm Carsten. Ja, genau. Du bist immer der seriöse Part in den Videos. Wollte doch rasieren. Guter und der böse Bodybuilder. Ja, genau. Sag mal, das klingt ja sogar seriös, wenn du sagst, was für eine Krankheit du hattest. Ja, Wahnsinn, oder? Was hast du für ein Frühstück heute? Heute gab es hier im Pfarrhaus übrigens, sehr lecker, Brötchen mit Rührei, Speck, einem riesen Wurstteller, den wir hatten, mit Auswahl ohne Ende. Käseplatte. Carsten könnte sogar das Telefonbuch vorlesen. Ja. Seriös. Ja, der könnte gute Nachtgeschichten vorlesen, ich würde so einschlafen. Dieses Brummen in der Stimme. So, jetzt auch gut. Ja? So, tschüss. Nee. Du bist nicht schlau. Wie, nee? Du musst ja auch die Stimme ein bisschen mit Autorität benutzen, aber mit weniger Bass. Ach du Scheiße.